denn auf schwer? Ja, sicher. Ich höre überhaupt keine Monster mehr. Deswegen wundert mich das so ein bisschen da. Hier ist die Treppe. Sehr gut. Hier kommt die Treppe hoch. Jawohl, jetzt sind wir also auch hier angekommen. Jetzt bauen wir das alles noch schön aus. Mit zwei. Da könnte ja auch der Enderman spawnen. Den machen wir mal auch das Leben schwer. So, und hier diese Fackel nehmen wir mal weg und stecken sie dahin. Und dann bauen wir hier noch mal ein bisschen weiter. Und ich glaube, dann können wir auch demnächst aufhören. Was habe ich jetzt noch? 34 Redstone, sehr schön. 12 Steinspitz, 12 Eisenerze, meine ich. 12 mal Eisenerz. Ja, so eine Minentour ist wirklich sehr, sehr langweilig, außer man findet natürlich so schöne Sachen wie Redstone oder Diamanten. Man muss auch mal an die Decke gucken hier. Aber ich glaube, das hätte ich gemerkt, wenn da was ist. Und da haben wir schon wieder Eisen. Aber das ist ja wirklich toll hier mit der Mine. Also die Mine gerade durchzubauen, das ist... Da findet man mehr, als wenn man sie so nebeneinander baut im Abstand von zwei. Oder ich bilde mir das nur ein, das kann natürlich auch sein. Wahrscheinlich ist das alles Einbildung. Vielleicht haben wir schon ein 64er Stack Eisen. Das wäre natürlich toll. Kohle kann man ja immer noch mal außerhalb finden. So, das ist mir jetzt dann zu. Da höre ich schon wieder Lava. Machen wir erstmal zu. Wie weit geht denn das hier? Da ist auch noch was. Da ist auch noch was. Ey, das ist aber eine ganze Menge an Kies hier. So. Dann gehen wir hier mal durch. Einmal eine Lampe dran. Zack. Sag mal. Die war doch eben noch nicht da, oder? Also ich bin schon etwas höchst irritiert. Ah, hier ist Schluss. Wie ist denn da jetzt die Lampe dahin gekommen? Die Fackel meine ich. Ist ja egal, wie das heißt. Aber wie ist das da hingekommen? Hallo? Kann ja wohl nicht sein. So, einmal. Ja, das geht echt wie Butter hier. Mit dieser fantastischen. Und die hält ja nun auch noch ewig und drei Tage. Es ist ja nicht so einfach hier so eine... immer dafür sorgen, dass alles gut ausgeleuchtet ist. Ich habe ja nicht so irrsinnig hell gestellt. Ja, wenn ich jetzt zu hell stellen würde, wie hoch ist denn das die Helligkeit? Grafikeinstellungen. 50%, okay. Also nicht ganz hell, aber auch nicht ganz dunkel, sodass ihr zumindest noch ein bisschen was seht.
Und ich weiß, wo ich ausleuchten muss. Wenn man zu hell dreht in der Darstellung, kann es sein, dass man zu viel sieht. Ich meine, es ist ja hier jetzt auch nicht stockfinster, wo ich hier rumlaufe, aber jetzt wird es schon dunkler. Ne? So, jetzt weiß ich, aha, hier muss wieder was hin. Immer muss man auf dem Sprung sein. Es kann ja sein, dass man hier so eine Lavaader anbohrt oder was. Aber bisher haben wir Glück gehabt. Die einzige Lava, die wir hatten, war unter uns. So, meine letzte Fackel. Ich könnte mir ja noch welche machen. Ich habe ja genug Kohle und... Aber ich mache dann auch mal mit dem Minieren Schluss für heute. Wenn ich hier angekommen bin. So, einen noch. Oder es ist gerade dunkel draußen, oder warte ich so lange, bis es hell ist. Könnte ich natürlich auch machen. Ach, ich grabe noch so lange mich hier durch, bis das hell wird draußen. Da muss ich natürlich doch noch ein bisschen ein paar Fackeln machen. 24. Ja, ich sehe das hier oben rechts. Also diese Minimap dient ja auch als Uhr sozusagen. Es gibt ja auch diese Minecraft-Uhr, die könnte ich mir auch nochmal bauen, die mir dann direkt anzeigt, wie lange es noch taghell ist. Hier ist schon wieder Eisen. Sag mal, da haben wir heute mehr Eisen gefunden als Kohle, oder? Aber hier, die Minimap zeigt ja auch an, ob es draußen hell oder dunkel ist. Also auch eine sehr schöne weitere Hilfe noch. Ich wollte doch da oben hin. Bitte bleib da stehen. So. Fackel dran. Noch ist es dunkel. So. Jetzt habe ich die Mine erweitert und meine Mine hat sich tatsächlich erheitert. Denn wir haben ja richtig große Mengen an Eisen. Wir haben Rotstein oder auf Deutsch Redstone. Was ist eigentlich Rotstein für eine Sprache? Wenn Redstone deutsch ist. Na gut, wir haben also Rotstein, Redstone, wir haben jetzt auch mal wieder etwas Kohle. Oh, etwas mehr Kohle. Noch mehr Kohle. Das ist sehr schön. Es gibt so Sachen, die man nicht genug haben kann. Diamanten. Das sogar im richtigen Leben. Auf Kohle könnte ich verzichten. Es sei denn, man meint die sprichwörtliche Kohle, die man im Portemonnaie hat. Da kann man natürlich auch nicht genug von haben. Oder? Naja gut, ich bin eigentlich mit dem zufrieden, was ich habe. Ich will gar nicht so reich sein. Also Millionär. Gut, da hätte man, könnte man von den Zinsen leben, glaube ich. Als Millionär. Aber ich glaube, ich brauche nur in irgendwelche Länder gehen, wo irrsinnig viel Inflation ist. Früher hätte ich gesagt, ich ziehe nach Italien, aber die haben ja den Euro inzwischen. Die hatten ja diese Tausenden von Lire. Ich glaube, da, wie war eine Mark? 1000 Lire oder was? Da wäre man also schnell Millionär gewesen. Da waren es 100. Ist egal. Und dann gab es ja mal die... Ach, ich bin ja Millionär. Ich bin ja Milliardär sogar. Ist bloß nichts mehr wert. Ich habe eine Briefmarke.
Da steht, glaube ich, 3 Milliarden Reichsmark drauf. Gut, da konnte man sich damals wahrscheinlich auch kein Brot verkaufen. Für die 3 Milliarden. Da waren genug Leute Millionär. Das, so eine Inflation ist natürlich auch immer von Vorteil. Nicht jetzt für uns, ja, für den Let's Play den Opa oder für die Zuschauenden. Aber für den Staat. Ja, wenn der Staat gewisse Schulden hat. Also, muss man an die Bundesrepublik hier, ne? Die hat sich jetzt vielleicht übernommen mit diesen Rettungsschirmen und 500 Milliarden. So, wenn, das war ja, hier ist ja schon wieder Kohle, ai, Wahnsinn. So, das war ja früher auch so bei dieser Inflation da in den 20er Jahren. Da hat ja der Staat sogar bewusst diese Inflation in Kauf genommen. Na, ihr müsst doch mal Wikipedia lesen oder... Das ist ja vielleicht interessanter als Geschichtsunterricht in der Schule. Oder wenn ihr nicht mehr in der Schule seid, dann schaut mal bei Wikipedia sowieso rein. Inflation, also da hat der Staat diese Inflation in Kauf genommen. Denn seine Reparationsschulden, die er an die Siegermächte des Ersten Weltkriegs zahlen musste, das waren ja auch Milliarden über Milliarden von Reichsmark, die kann er natürlich dann relativ schnell zurückzahlen, wenn eine Briefmarke 1 Milliarde kostet zum Beispiel. Ne? Jetzt stellen wir auch mal vor hier, wir haben einen Rettungsschirm von 500 Milliarden Euro oder noch mehr, ich kann mir solche Zahlen gar nicht mehr vorstellen, aufgespannt und es ist übrigens wieder Tag draußen. Ich glaube, ich renne wieder zurück jetzt. So, wir haben also Inflation 500 Milliarden Euro. Und wenn die Inflation rasend wird, dann verliert natürlich das Geld seinen Wert. Ja, und nicht nur das Geld verliert seinen Wert, auch die Schulden natürlich. Leider auch die Ersparnisse der einfachen Leute. Also der Staat, dem ist das vielleicht sogar ganz recht, wenn ein bisschen Inflation ist. Hallo Wasserfall. Aber den einfachen Bürgern, so wie mir und euch, selbst wenn es nur das Taschengeld ist,